Ein herzliches Willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Wir sind mit dem Helikopter abgestürzt und sollen jetzt nach Wrackteilen suchen. Und das machen wir jetzt mal. Ich wollte nur mal ein bisschen hier irgendwie die Umgebung angucken. Da hinten liegt auch noch irgendwas oder ist das einfach nur ein Aufdruck gewesen? Ich fange mal einfach links an. Verdammt, da waren alle unsere Waffen drin. Hab mich gerade erst an die Kalaschnikow gewöhnt. Behalt das Ding besser im Auge, damit wir rechtzeitig weg sind, wenn es in die Luft fliegt. Mhm. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Sieht ziemlich sicher aus, aber ich schaue lieber nochmal nach. Diesmal reicht eine Hilfseinheit nicht, um die Maschine zu reparieren. Da kann nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. Oh, man sollte sich, glaube ich, im Jurassic Park niemals sicher fühlen. Niemals. Niemals sicher fühlen. Hat man auch in The Walking Dead gelernt. Niemals sich sicher fühlen. So, ja, dann switchen wir mal dahin zu ihr. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Warum sagen die immer Mädchen? Also das ist für mich zum Beispiel eine Frau. Und die Tochter war für mich eher ein Mädchen. Na gut. Oscar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Okay. Gibt's doch bestimmt auch noch was, was wir vielleicht finden können. Ah. Na, dann guck doch mal nach. Vielleicht erfahren wir ja mal ein bisschen mehr über sie. Ist ja doch schon eine sehr mysteriöse Person. Wow, Barbasol. Genau so eine Dose habe ich in San Francisco. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Ja, oder es ist was ganz anderes drin. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer, fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich. Ja, da könntest du recht haben. Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Pack es wieder rein. Wir müssen gekühlt werden. T-Rex verzieht sich. Verdammt, Oscar. Ich habe nur eine Hose dabei. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Keine Dinospuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Und was jetzt? Ja, wie lautet der Plan? Wir versuchen, das Ding noch zu reißen? Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Vor allem, da sie ja irgendwie auch nicht viel versteht. Naja. Zumindest, wenn sie irgendwie komatös ist. Dios mio! Sie können Türen öffnen. Ja, sind ja auch Raptoren. Oh oh. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Das hören die doch, oder?
Also mich wundert das, dass sie das nicht hören. Ein Mensch ist doch noch viel, viel lauter. Mal gucken. Vielleicht. Nein. Das kriegt er dann voll mit. Also müssen wir vielleicht eher die Treppe benutzen. Können wir da mal runtergehen? Verdammt! Oho. Das war knapp. Dad, sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, Liebes. Wir sollten weitergehen. Ich dachte, ich nehme mal lieber den Weg unten. Das macht doch Lärm, oder? Verschlossen. Clever. Mhm. Kann man da irgendwie mal gucken? Was ist da? Direkt in den Hügel gegraben. Wie weit die Tunnel wohl reichen? Mhm. Was hat er jetzt vor? Hallo? Achso. Ich dachte, jetzt ist das Spiel stehen geblieben. Oh Gott, diese Dino-Mucke, ey. Das macht mich immer so nervös. Weil ich keine Ahnung habe. Ja gut, dann können wir wohl nicht viel machen. Gehen wir da mal rein. Müssen wir wohl. Es ist so anspannend. Oh nein! Nicht die Kleinen! Ay, Dios mio. Warum bin ich nicht tot? Sie haben mich zurückgelassen. Idiotas. Ein bisschen schon. Willst du dir deine Tasche vielleicht mal angucken? Wo ist die Dose? Wo ist die Dose? Sag gleich Mecker. Nein, nein, nein! Suchen Sie das hier? Das gehört mir! Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Her damit! Sofort! Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört Sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht schütteln! Aber man soll den Schaumform benutzen, gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Das gehört mir nicht, das geht Sie in den Dreck an. Embryos, Vorsicht, denkt dir was Verrücktes aus. Die gehört mir. Ja, die Wahrheit würde sie, glaube ich, eher nicht sagen. Wenn wir aber die Wahrheit sagen, dann... Ich denke mir mal was Verrücktes aus. Die Dose gehörte meinem Geliebten. Er fiel im Kampf für die Silenische Revolution. Ich habe sonst nichts von ihm. Bitte geben Sie sie zurück. Wie süß. Ich fasse zusammen. Ihr marxistischer Revoluzzer-Freund hat es zu seiner obersten Priorität erklärt, sein Gesicht seidig glatt zu halten. Muss ein sehr sensibler Typ gewesen sein. Ich bin nicht blöd, Lady. Noch einen Versuch? Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sterben, wenn sie sie fallen lassen. Hören Sie, Yoder. Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Gibt's denn keine Kavaliere mehr? Der ist bestimmt scharf auf Geld. Bedroh ihn. Geld? Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für sie eine nette Summe raus.
erzähl ihm irgendwas, hab's er erlaubt. Sie sind wertvoll. Vielleicht ist er unterbezahlt. Diese Embryos sind mehr als 1 Million wert. US-Dollar. Ich habe einen Käufer. Bringen Sie uns zu ihm und wir werden reich. Klar, als ob InGen einen freien Mitarbeiter wie mich nicht unter die Lupe nehmen würde, wenn sie merken, dass die Kronjuwelen fehlen. Keine Chance. Okay, das war's nicht. InGen klopft Ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache auf Ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Okay, reden Sie weiter. Mhm. Bitte! Ich erwarte nicht, dass Sie mir vertrauen, aber Sie sollten sie mir einfach zurückgeben und mich gehen lassen. Muss ich meine Tochter erwähnen? Von der Misere meines Volks erzählen, von einem Söldner zum anderen. Ich versuch's mal mit Söldner. Oder Tochter? Da könnte er bestimmt auch weich werden. Ich erwähne sie mal. Ich habe eine Tochter. Ich brauche Geld, um sie aus dem Ghetto zu holen. Sie wissen, wie es Mädchen dort geht. Sie verdient ein besseres Leben. Im Ernst? Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut. Und Sie helfen mir, meine Tochter zu retten. Jeder hat also was davon. Okay, das ist der Deal. Erstens, ich bin der Boss. Ich behalte die Embryos und wir bringen sie erst zu Ihrem Kontakt, wenn es sicher ist. Keine Ahnung, wie lange die Embryos da drin noch überleben. Das Risiko gehen wir ein. Zweitens, Oscar ist dabei. Warum? Weil er mein Partner ist, darum. Das geht schon klar. Vertrauen Sie mir. Warten Sie erstmal ab und entspannen Sie sich. Nicht jede Frau erlebt auf einer tropischen Insel einen Sonnenuntergang mit Billy Yoda. So richtig überzeugend tun sie sich beide irgendwie nicht. Also, irgendeine Idee, wo genau im Park wir uns befinden? Wir sind nicht weit von der Meeresausstellung entfernt. Und das Telefon dort funktioniert. Zumindest ging es heute Morgen noch. Kommen wir von den Tunneln dorthin? Ich glaube schon. Also gut, gehen Sie vor. Ich will uns so schnell wie möglich herausholen. Keine Wissenschaftsprojekte mehr, okay? Okay. Okay, verstanden. Ihre Radiosendung. Warum sind Sie nicht der Boss? Wo wir schon dabei sind, uns besser kennenzulernen. Warum ist Dr. Wu Chefgenetiker geworden und nicht Sie? Ganz einfach. Wegen der Frösche. Frösche haben Ihre Beförderung verhindert? Genauer gesagt, Ihre DNS. Bevor wir Dinosaurier klonen konnten, mussten wir entscheiden, wie wir die Lücken in den gefundenen DNS-Sequenzen füllen. Das weiß ich noch von der Tour. Sie haben Dino-Blut in Mückenfossilien gefunden, oder? Richtig. Ich wollte ein vollständiges prähistorisches Genom schaffen und zwischen allen verschiedenen DNS-Proben aus dem Bernstein Kreuzverweise erstellen. Es wäre sicherer gewesen. Hätte aber mehr Zeit gekostet, als der Vorstand uns geben wollte. Also hat sogar Hammonds keine Kostenscheuen-Philosophie ihrer Grenzen. Genau. Henry, Dr. Wu, schlug vor, die Lücken mit Frosch-DNS zu füllen. Sehr riskant. Wir wissen immer noch nicht von allen Effekten, aber es war eine schnelle Lösung. Also wurde Henry Chefgenetiker und ich stand dumm da. Dass die sowas einfach machen, also ohne das wirklich genau zu überlegen, was daraus entstehen könnte, aber okay. Diese Gänge, frage ich jetzt mal. Keine Angst, Jess. Hier sind wir sicher. Wo führen all diese Türen hin? Zu den Wartungskorridoren. Dort werden alle wichtigen Systeme des Parks gesteuert. Strom, Wasser, Klimatisierung und so weiter. Durch die Tunnel auf dieser Seite sollen Tiere, Personal und Nahrung transportiert werden. Deshalb sind sie so groß. Sie sind vom Wartungsnetz getrennt, um Unfälle zu vermeiden. Okay. Ihre Radiosendung. Ich wollte Sie die ganze Zeit schon fragen, warum Sie Ihre Radiosendung nicht mehr machen, Laura. Sie hatten eine Radiosendung? Radio würde ich das nicht nennen. Ich habe mich in das Parksystem eingehackt und was aus meiner Sammlung gespielt. Dafür war ich aber in letzter Zeit zu beschäftigt. Mussten Sie Artie Bridges wirklich zeigen, wie das geht? Ich bereue es ja, aber woher sollte ich wissen, dass er so schlecht ist? Er hat mich angefleht und meinte, es wäre sein Traum, beim Radio zu sein. Er sollte sich lieber weiter um die Hausmeister kümmern. Er ist schrecklich. Stimmt. Deshalb war es wohl nur ein Traum.
Er nimmt seine Sendung übrigens vorher auf, damit er sie während der Arbeitszeit ausstrahlen kann. Habt ihr das gehört? Klang wie eine Ratte. Mhm. Dinosaurier sind nicht die einzige invasive Spezies, die Injin auf die Insel mitbrachte. Es gibt viele Ratten in diesen Tunneln. Das Wartungsteam stellt hier unten ständig Fallen auf. Gehen wir in die richtige Richtung? Wollen Sie wirklich nicht zum Besucherzentrum, Dr. Sorkin? Injin sucht dort sicher zuerst, wenn Sie nichts vom Rettungsteam hören. Diese Tunnel reichen nicht bis zum Besucherzentrum. Keine Ahnung, wie Sie das sehen, aber ich will nicht mehr draußen rumlaufen. Ich auch nicht. Hat jemand meine Zigaretten gesehen? Ich dachte, ich hätte noch welche. Das überlegen die sich noch anders mit dem drin rumlaufen. Ich wusste gar nicht, dass sie rauchen. Normalerweise ein paar Mal am Tag. Aber wir waren ja beschäftigt. Wo hatten Sie sie zuletzt? Gleich hier in meiner Tasche, dachte ich zumindest. Vielleicht sind sie rausgefallen, als wir vom Wasserturm gesprungen sind. Glaube ich auch. Naja, ohne sie bin ich wohl eh besser dran. Ja, es sei denn, sie hatte nicht vor, jetzt aufzuhören. Dann können solche Menschen auch sehr reizbar werden. Oh, sie hat sie. Ach, die hat die geklaut. Sie, weil sie unbedingt die kippen will. Echt. Können wir kurz anhalten? Meine Beine bringen mich um. Schätze, wir könnten alle eine Pause brauchen. Jesse und die Kippen. Ich weiß nicht, wie lange die Embryos noch überleben. Wir müssen meinen Kontakt am Boot treffen. Wir bleiben hier, bis Oscar zurück ist. Wir wissen doch nicht mal, ob er noch lebt. Oscar geht's gut. Er kommt schon zurück. Und wir werden bleiben. Egal, was passiert. Vielleicht schreit ihr noch ein bisschen lauter durch die Gegend, weil ihr werdet ja eh nicht gehört. Andererseits, vielleicht haben sie recht. Na los, wir müssen hier weg. Keine Zeit, verstecken! Okay. Nein! Da. Ich verkacke es mit dem Spawn immer. Oh nein. Es muss raus. Nicht bewegen! Das kann ich nicht bewegen! Okay, wir bewegen uns nicht. Möglichst nicht bewegen! Möglichst nicht bewegen! Lass mich in Ruhe, du Blödes! Scheiße, verkackt. Es ist nicht in die Mitte gegangen. Weg! Ganz ruhig, Kleine. Oh, Manno. Das blöde Scrollen geht immer nicht. Ja, Bronze. Klasse, ey. Ich verschwinde! In Wirklichkeit würde man auch nicht immer Gold schaffen, wie gesagt, ne? Da würde ich wahrscheinlich nicht mal auf so einen Baum raufkommen. Oh, und ich kletter eigentlich ganz gerne, aber... Ein bisschen vom Lysin-Präparat gefällig? Nein, danke. Wissen Sie was? Warum nicht? Nach dem ganzen Gerenne können Proteine meinen Muskeln wahrscheinlich nur gut tun. Das dachte ich mir auch. Ich habe mich schon seit Karneval nicht mehr so viel bewegt. Jetzt, wo die Parasaurier kein zusätzliches Lysin mehr brauchen, müsste ja ziemlich viel übrig sein. Was das angeht, nicht nur die Parasaurier. Wir haben das Gegenmittel in die Hauptwasserversorgung gegeben. Aber so erreicht es jeden Dinosaurier im Park. Die Lysin-Kontingenz. Die Lysin-Kontingenz aufgehoben? Sie sind verrückt. Den Dinosauriern Lysin zu entziehen, war der einzige Sicherheitsmechanismus, der sie aus dem globalen Ökosystem fernhielt. Das Ökosystem wird sich anpassen. Die Dinosaurier können sich nicht vermehren. Was ist mit ihrem Ökosystem? 120 Meilen reichen nicht? Was ist mit ihrem Ökosystem? Das Ökosystem wird sich anpassen. Sie denken in menschlichen Lebensspannen, Jerry. Die Biosphäre ist zäh genug, um eine Generation Dinosaurier zu ertragen. Selbst wenn eine Erholungsphase nötig ist. Erholungsphase? Wir behindern schon ihre Fortpflanzung. Das ist ihr Todesurteil. Ja, aber wer weiß, wie viel Schaden sie bis dahin anrichten können. Ein einziger Brachiosaurus kann an einem Tag so viel Dschungel zerstören, wie eine ganze Horde Elefanten. Was glauben Sie, wie viel eine Gruppe von ihnen mit dem Regenwald anrichten würde?
Diese Tiere sind jetzt Teil des globalen Ökosystems, ob es uns gefällt oder nicht. Wir können nicht erwarten, dass sie außerhalb des Systems existieren. Auf der ganzen Welt gibt es keine Umgebung, nicht mal die Insel hier, die mit diesen Tieren in Einklang kommen kann. Invasive Spezies beschreibt das Problem nicht mal annähernd. Okay, die letzte Antwort, die wir noch nicht hatten. 120 Meilen reichen nicht? Muss ich Sie daran erinnern, dass 120 Meilen mehr die Isla Nublar vom Festland trennen? Die Lysin-Kontingenz war grausam und unnötig. Und wenn sie schwimmen können, was ist mit dem Pteranodons und wenn man sie umsiedelt? Sicher ist das Meer eine natürliche Grenze, aber wie wollen Sie garantieren, dass Ingen nicht ein paar Dinosaurier an einen weniger isolierten Ort umsiedelt? Hören Sie, ich erzähle Ingen alles, wenn wir von der Insel runter sind. Dann können die in Ruhe entscheiden, ob und wohin sie die Dinosaurier umsiedeln wollen. Sind Sie absolut sicher, dass keines dieser Tiere schwimmen kann? Ich bitte Sie, Jerry. So sind die asiatischen Elefanten von Sri Lanka nach Indien gekommen. So was ist schon mal passiert. Das ist doch lächerlich. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Sauropoden schwimmen konnten. Keinen. Ja, aber die haben Sie doch jetzt mit diesen Froschgenen vermischt. Haben Sie jemals schwimmen gesehen, dass sie entkommen? Ist Sie sehen sie doch jeden Tag. Haben Sie jemals erlebt, dass einer der Dinosaurier schwimmen wollte? Wir halten sie in Käfigen, Laura. Sie haben also gar keine Gelegenheit. Aber sicher können mehr Vierbeiner schwimmen als nicht schwimmen. Okay, ich gebe zu, dass einige Sauropoden eventuell schwimmen können. Aber ich glaube trotzdem, dass 120 Meilen offenes Wasser eine wirksame Barriere sind. Ja, die müssen sich nur auf irgendwas draufsetzen, darum paddeln. Tun sich zusammen, keine Ahnung, schlaue Tiere, die lassen sich was einfallen. Sie würden sich einfach alle sterben lassen oder ein entscheidungsmoralisch. Die geringe Möglichkeit, dass ein Dinosaurier zum Festland schwimmt, ist nichtig, angesichts unserer Verantwortung, diese Tiere menschlich zu behandeln. Sie sind unseretwegen hier. Ja, das stimmt, aber es geht nicht darum, sie zu töten. Ich will nicht, dass diese Tiere sterben. Wirklich nicht. Aber wir alle haben der Lysin-Kontingenz zugestimmt. Das war eine Voraussetzung für die Arbeit. Für Sie vielleicht. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass ich schon hier war, bevor von der Lysin-Kontingenz überhaupt die Rede war. Das war Henry Wus Idee. Diese Diskussion bringt nichts. Das ist mein Lebenswerk. Das sollte der letzte Ausweg sein. Das ist eine tödliche Notlösung. Die Lysin-Kontingenz sollte der letzte Ausweg sein. Ingen hat nicht mal versucht, das zu ändern. Sie glauben den Umständen und ihrer Herkunft zum Trotz doch nicht wirklich, dass es okay ist, eine Spezies auszurotten. Geschweige denn ganze Speziesgruppen. Niemand hat das Recht dazu. Natürlich würde ich Ihnen Recht geben. Niemandem steht es zu, eine gesamte Spezies zu töten. Aber Sie geben doch zu, dass das hier ein Sonderfall ist. Wir sind verantwortlich. Uns um sie kümmern und sie nicht töten. Ja, wir sind verantwortlich. Nicht nur für unser eigenes Wohl, sondern auch für das der Tiere. Ich weiß nicht, Laura. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich muss es Ingen sagen. Das verstehe ich. Seid ihr bald fertig? Jess, wo warst du? Nur den Gang runter. Ihr habt doch eh nicht gemerkt, dass ich weg war. Tut mir leid, Schatz, ich war abgelenkt. Aber mach das nicht nochmal, okay? Klar, okay. Ich fand das Gespräch jetzt aber gar nicht so streitend, wie es jetzt hier dargestellt wurde. Also die haben halt diskutiert und haben halt beide sehr gute Argumente. Ich finde es persönlich auch schwierig, das zu entscheiden, weil das Chaos ist ja schon ausgebrochen. Das Schlimmste ist ja schon passiert. Ja? Drück immer noch. Jetzt auch noch ein Raptor. Und es hat endlich mal geklappt. Komm schon, leckere Dinosaurier. Diese
Viecher denn nie sagen? Nee, die brauchen sehr viel Essen. Los! Sehr elegant! Na los! Sie haben so viel Koordination wie ein dreibeiniger Esel. Ich habe genug Koordination, dass ich Ihnen... Hey, ganz ruhig. Ich nehm's zurück. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Ich... Oh nein. Ich... Sie haben sie verloren? Muss rausgefallen sein. Na toll. Ja. Wir kümmern uns um den... Oh nein. Ich wollte eigentlich einen Cut machen, aber das passiert, wenn ich einen Cut machen will. Wir sterben einfach mal. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht, dann kann ich jedenfalls in Ruhe einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part von Jurassic Park The Game. Das Spiel ist immer noch sehr spannend. Die Steuerung ist für mich wegen Quicktime-Events manchmal, naja, nicht so immer einfach. Aber Hauptsache, wir überleben und schaffen es. Und hoffentlich auch in den nächsten Parts. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.